So, eins Eik ist wieder da. So, mal ganz kurz hier ein bisschen scrollen im Discord. So. Und so. Und Daku ist weg. Ich bin da. Und ich bin im Loch. Ich bin noch da. Du bist disconnected. Ach so, ja, weil ich die Nacht abgewartet habe. Ach, in der Nacht macht's umso mehr Spaß. Ist immer noch Nacht. Hättest du was gesagt, da hätte ich mich hingelegt. Ich hab ein Bett dabei. Warte, bleib weg. Ich schlafe. Ich bin noch beim Disconnecten. Ich hab eine Sekunde, nachdem du weg warst, so einen Scheißanfall bekommen. Ich saß auch gerade auf Klo. Jetzt habe ich seit gestern Abend eigentlich, dass ich unkontrolliert kacke. Ja. Das ist nicht mehr normal. Nimmst du irgendwelche Tabletten, Antibiotika oder sowas? Nö, schon länger nicht mehr. Weil dann hätte es an den Antibiotika gelingen. Durch die kriege ich zum Beispiel auch mal extremsten Durchfall. Ja, das ist bei mir auch Durchfall. Ich nehme eigentlich schon seit Ewigkeiten keine Schmerzmittel mehr. Was hast du gestern alles zu dir genommen? Vielleicht war da irgendwas dabei. Süßigkeiten? Na, ja, die stopfen Schokolade. Eigentlich. Schokolade stopft eigentlich. Reispfanne? Und gut. Da halt dann verschiedene Gemüsesorten und so weiter drin. Verträgst du vielleicht daraus irgendwas nicht? Eigentlich nicht. Häufiger, dass ich das esse. Boah, ich hab gestern. Das esse ich heute wieder. Nudeln in Sahnesoße mit Brokkoli gegessen. Boah, wenn du seit. Brokkoli dort? Nee. Aber wenn du seit über 2 Jahren kein Brokkoli mehr gegessen hast, das ist so ein Gaumenschmaus. Warum hast du kein Brokkoli mehr gegessen? Weil ich ja nur koche, wenn die Kinder da sind. Und die essen sowas nicht. Die essen. Dann werden die halt dahin erzogen. Ey. Das ist Pflicht. Die essen aber anderes Gemüse. Das ist schon mal echt gut. Aber so Brokkoli, Rosenkohl und sowas, Blumenkohl ist eher so nicht ihr Fall. Aber gestern der Brokkoli, das war so ein Gaumenschmaus für mich. Esse ich heute gleich nochmal. Und ich habe mir schon geschworen, wenn die Kinder über Weihnachten oder über die Weihnachtsfeiertage bei ihrer Mutter sind, ich werde mir da definitiv leckeren Fisch mit Brokkoli in Sahnesoße machen. Boah. Da habe ich gestern richtig Bock drauf bekommen. Weil ich und meine Ex, wir haben ja auch immer so übelst gerne Fischmahlzeiten gemacht. Auch mit Nudeln. Da haben wir wirklich so eine Art Auflauf gemacht. Der Fisch in Auflaufform, Soße drüber, schön alles in den Ofen, bis es gar war. Nudeln dazu. Boah, war das lecker. Aber der Brokkoli gestern, so geil. Ja, das muss einfach das nächste Mal sein. Ich habe auch früher, wo ich noch in meiner alten Heimat gewohnt habe, habe ich auch jeden Sonntag mich hingestellt und gekocht, weil ich da damals Arbeit hatte und da konnte ich es auch. Ja. Ich glaube, einmal im Monat gab es bei mir Fisch mit Spargel oder Blumenkohl und Soße Hollandaise. Und was war noch? Noch irgend so ein ausgefallenes Essen. Das vermisst man halt irgendwann wieder. Und wenn man das dann mal essen tut, boah, da könntest du dich glatt reinlegen, ey. Das ist echt, ja.
ich bin jetzt so gerade mit meiner Ex am Hin und Her diskutieren, wann jetzt der erste Ferientag bei uns ist. Weil die Kinder ja am 23. regulär zu Hause sein sollen, denn von mir aus, weil wir da ja weggehen. Meine Ex meinte, der 23. ist noch ein Schultag, also sollen sie unbedingt in die Schule gehen, weil die Kinder da immer am letzten Schultag so eine Weihnachtsfeier veranstalten im Hort in der Schule. Und ja, jetzt meint es auf einmal, der 23. sind Ferien. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ist das der erste Ferientag oder der letzte Schultag? Weiber halt. War ich jetzt gemutet? Ja, die ganze Zeit. Deswegen war ich froh, dass ich einfach reden konnte. Bei uns ist das noch der letzte Schultag bis um 12. Ist ja bei so uns. Halber. Ist ja bei uns standardgemäß auch. Bloß sie meinte jetzt, 23 sind Ferien. Ja, jetzt ist die Frage, erster Ferientag oder letzter Schultag? Weil in den Hort würde ich sie dann halt trotzdem gehen lassen, weil da ja dann auch so eine Weihnachtsfeier ist, wie in der Schule. Mhm. Aber das Problem ist, am 23. sind ja nachmittags, 100 Pro ist es nachmittags eingeladen. So, die Kinder sind 14:30 hier. Bis wir dann soweit alles fertig haben, haben wir es 14:45. So, wenn wir dann losmachen, sind wir 15:45 erst drüben. In der anderen Stadthälfte. Da, wo wir hin müssen. Und 15 Uhr wäre aber das Treffen. Und das ist scheiße. Deswegen wollte ich die Kinder halt den Tag zu Hause lassen. Ich will den aber die Weihnachtsfeier ohne vermiesen. Und früh holen, also so ein Mischding. Was, so ein Mischding? Mischding wäre ja nicht komplett zu Hause, sondern halt früher abholen. Naja, dann würden sie am Hort alles verpassen, was wiederum da passiert. Und früher, das ist dann halt, wenn sie nicht in den Hort gehen, dann wären der Große und die Kleine so, ich denke mal, um 12 rumheme. Der mittlere um 1 rum. Ich möchte mich aber natürlich um mittags hinlegen, wenn ich frühst die Kinder fertig machen muss. Da bin ich halt auch noch am diskutieren mit meiner Ex, ob die erst am 23. zu mir kommen oder schon am 22. Weil das ja die 2 Wochen sind, wo sie regulär bei ihrer Mutter sind. Das ist dieses Jahr so ein ganzes Hin- und Her-Wirrwarr. Letztes Jahr war es einfach. Die waren die Woche, wo Weihnachten war bei mir, sind dann zu ihrer Mutter am 24. nachmittags, da wurden sie abgeholt von ihr. Und sind dann erst im Neujahr wiedergekommen, zum ersten Schultag. Ja, und da war keine Schule wegen Lockdown, oder? Ne, da war noch Schule. Okay. Stimmt, und die Weihnachtsferien wurden ja vorverlegt. Genau. Wegen dem ganzen Rotz. Oder warte mal, nee, da war doch noch eine Woche Ferien. Jetzt, wo du das sagst. Nach dem Winterferien war noch eine Woche Schule dicht, genau. Ich war der Meinung, wir haben es früher und länger. Also einfach, dass man mehr Freizeit hatte. Ja, ist aber auch sinnlos. Die Jugend wird doch dadurch auch nicht schlau. Wenn sie die ganze Zeit nur zu Hause ist. Die sollen ja halt was lernen. Und das können sie so wiederum nicht. Und dann wundern sie sich alle, warum Deutschland so mies abschneidet. Ja, wie nennt man das? Was immer getestet wird, wie schlau jedes Land ist. Okay, das ist... Ja, es ist auch irgend so ein Statistik-Scheiß wieder. Dann heulen sie rum, warum ist Deutschland so dumm geworden? Ja, ist normal, wenn man die Kinder nicht in die Schule schickt. Wegen irgendeiner Hustenkrankheit. Gehört zwar jetzt hier nicht hin, aber... Nee, für mich ist das alles nur... Es ist einfach nur eine Erkältung. Absolut deine Meinung. Und ich glaube auch nicht, dass mein Cousin genau daran gestorben ist.
Das Einzige, rein aus statistischer Sicht, irgendwas muss da sein, weil wir können nicht auf einmal, warum sollten Hunderttausende mehr sterben wie sonst in Deutschland? Komischerweise, pass mal auf, komischerweise war das gegen Ende des Jahres da, wo immer viele an Erkältung und Grippetod sterben. Und diese Statistik ist weit runtergegangen. Naja, wegen Winter, Kälteeinbruch und ja, das ist normal, genau. So, diese Statistik ist runtergegangen, sehr, sehr stark sogar. Und auf einmal ist die andere Statistik von Corona hochgegangen. Ja. Da werden sicherlich einige rübergegangen sein, klar. Ich glaube auch nicht, dass man so 100% differenziert immer schaut, hat er den Scheiß oder hat er den nicht. Aber die Gesamtzahl an Toten, daran messe ich mich gerade mal, die ist gestiegen. Und zwar nicht, ja, das kann man mal sagen, ja, dieses Jahr haben halt Pech gehabt. Wer weiß, haben halt mehr Leute Pech gehabt. Wer weiß, vielleicht sind sie an Erkältung gestorben, weil, oh Gott, das haben sie auch mal gesagt in den Nachrichten, ein gewisser Prozentsatz der Haushalte in Deutschland können ja nicht heizen. Die können sich die Heizkosten nicht mehr leisten, weil das alles nur noch ansteigt. Da bin ich froh, dass ich heizen kann, weil ich heize nur, wenn die Kinder da sind. Wenn mir kalt wird, ich ziehe mir einen Pullover an, wird mir dann noch kälter, dann nehme ich schon meine Decke, die ich auf dem Sofa liegt. Ich habe es mir ja nicht ohne Grund gekauft und die ist wirklich sauwarm. Meine Kleine legt sich um, wenn die früh aufsteht. Sie schläft gerne in kurzen Sachen. Die steht früh auf, das erste, was sie macht, die nimmt sich hier meine nordische Decke und murmelt sich ein. Und dann hörst du es bloß. Ah. Da weiß ich, ihr wird warm. Es ist schon, naja. Wir müssen jetzt aber nicht weiter drüber quatschen über das eine Thema. Ja. Sonst kann ich den Stream nicht hochladen. Ja, aber Thema Heißkost kann man ja drüber reden. Ja, aber ich habe wieder schön eingespart. Gestern habe ich Betriebskosten hochgeholt. Hochgeholt? Naja, aus Briefkasten. Ah, okay. Ja, meine Kinder waren gestern rein zufällig bei mir, kurz bevor ich angefangen habe zu streamen. Und meine Ex hat mir vergessen, Bescheid zu sagen. Ey, da habe ich Post mit hochgeholt, Betriebskostenabrechnung drin. Ja, ich habe wieder 120 Euro gut gemacht. Weil ich wenig Wasser verbrauche und wenig heize. Das meiste. Aber der Tarif, den lässt du gleich, weil du dann halt immer im Plus bist. Nö, das übernimmt doch das Amt. Wenn ich Minus hab und nachzahlen muss. Dafür kriegen die ja die Gutschrift auf ihr Konto. Ach, die kriegen das Minus. Ja, die kriegen das, weil die ja die Heiz... in der Miete, das sind ja Heizkosten, also alle Nebenkosten mit drin. Deswegen kriegen die die Gutschrift und die zahlen aber auch, wenn ich was nachzahlen muss. Nur bei Strom ist... Ja, das ist so ein heikles Thema beim Jobcenter. Das übernehmen sie überhaupt nicht. Und Strom ist auch so ein Punkt, wird immer teurer und teurer. Ja, und fast jeder Haushalt hat einen PC. Und du mal in Hamburg, du könntest dir das nicht leisten. Ja, ich glaube sogar bundesweit nach Bayern die höchsten Strompreise. Was ist das? Meine Schwester und mein Schwager, die haben ja vorher in Hamburg gelebt. Es ist, irgendwas läuft da schief. Naja, sie sind alle einfach nur noch geldgeil. Die wollen alle nur noch das Geld sehen und bald hast du nur noch ein Zwei-Schicht-System. Reiche und Arme. Wenn das so weitergeht. Ja. Oh, scheiße, den hätte ich schon erwischt. Komm zurück. Aber ich hab gutes Plus gemacht und ich weiß auch, dass ich beim Strom definitiv wieder ein Plus mache. Dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich knapp 300 Euro plus gemacht. Ich glaube 350 oder so waren das. 300 habe ich ja zur Seite gepackt. Die liegen bei mir immer noch im Schrank. Und mit 50 bin ich dann halt, habe ich zu den Kindern gesagt, los kommt hier, jeder 10 Euro, könnt euch kaufen, was ihr wollt. Für 20 Euro haben wir uns dann Mittagessen geholt. Und dadurch, dass ich mich beim Stromtarif habe, halt wieder auf meine 75 Euro monatlich einschreiben lassen. Mhm. Weiß ich ganz genau, dass ich dieses Jahr wieder oder nächstes Jahr dann bei der Endabrechnung ein dickes Plus mache. Wie letztes Jahr. Ich habe aber nicht mal irgendeinen Monat über die Stromrechnung gewundert, dass die so hoch war. Das ist schon länger her. Irgendwas
meine, ich war da mal. Aber nicht wegen war das wegen Strom? Wegen Strom oder Handy? Irgendwie eher wegen Handy war das dann. Ah, okay. Und da wundere ich mich ja heute noch, dass ich 60 Euro zahle für 3 Verträge. Aber mittlerweile lebe ich damit. Da glaube ich auch für mein Handytarif 15 Euro. Ja, ich zahle für mein 20. Für mein 20 und normalerweise für die Kinder nur 10 Euro. Aber irgendwie sind die auf 20 Euro, stehen die auf 20 Euro drin. Und die verbrauchen nicht mehr Datenvolumen, wie sie zur Verfügung haben. Weil, wenn das Datenvolumen weg ist, geht nichts mehr. Dann müssten sie entweder mich fragen, ob ich das erhöhe. Könnte ich dann rein theoretisch machen, weil ich ja, ich glaube, mittlerweile 20 GB Datenvolumen auf dem Handy habe im Vertrag. Das sammelt sich ja alles von den Vormonaten. Und das ist dann geil. Und das ist schon seit dem ersten Tag so. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich hieß es immer, es wird einen Monat gesammelt und dann verfällt alles. Irgendwie wird jeder Monat bei mir gesammelt. Und da habe ich halt auch kein Problem damit, den Datenvolumen nochmal rüber zu transferieren. Aber, ja. Naja, mir soll es recht sein, wenn sie alt genug sind, dann wird der Vertrag, läuft der Vertrag eh auf die. Und dann müssen sie selber bezahlen. Dann müssen sie selber bezahlen dafür. Ich weiß auch ganz genau, wenn es irgendwann so weit kommt, dass die Kinder gar nicht mehr zu mir kommen und ich muss da dann hier wieder raus, außer ich habe eine Frau. Dann könnte man darüber reden, die Dreiraumwohnung zu behalten. Aber wenn die Kinder nicht mehr zu mir kommen, ich dann immer noch Single bin, ziehe ich ja halt eine Zweiraumwohnung. Ja. Und ich werde dann auch, soweit es geht, alles, was ich nicht benötige, abmelden. Wie Festnetz wird abgemeldet, TV wird abgemeldet, weil ich gucke eh kein Fernsehen. Was war noch? Irgendwas war. Achso, und meine Internetleitung wird dann natürlich auch gedrosselt. Von 500k auf 100k wieder runter. Da spare ich dann auch wieder. Ich sag mal, bei TV sind es 30 Euro, bei Festnetz 10 Euro. Und bei der Internetleitung, wenn ich die drosseln lasse, da spare ich auch wieder 50% der Kosten. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Ich glaube, 50 Euro oder so kostet die mich jetzt. Das ist wieder Geld, was ich gut mache, einspare, was ich dann irgendwann mal zur Seite legen kann. Weil du musst heutzutage halt ansparen, es geht nicht anders. Obwohl, ist halt für mich so die Frage, in was willst du ansparen, weil Geld ist nichts wert. Ich lasse trotzdem Bargeld hier im Haus. Das ist das, was ich anspare. Das habe ich hier in Form von Bargeld. Dich und mich betrifft das natürlich nicht, aber ich meine wirklich größere Summen. Das kann man ja nicht in Geld anlegen, was halt jedes Jahr, was weiß ich, wie viel Prozent verliert. Ja, als Hartz-IV-Empfänger musst du sowieso aufpassen. Selbst wenn du Bargeld im Haus hast und das erfährt das Amt, die rechnen dir das an. Bei mir sind das 300 Euro, die würden dann die 300 Euro einen Monat lang einbehalten vom Eigenbedarf und sagen, die müssen die 300 Euro ausgeben. Sie dürfen kein Bargeld besitzen und ansparen. Die sind da kackendreist. Aber warum? Weil die wollen sparen, wo sie können. Ist doch genauso, wenn du zu Weihnachten Geschenke kriegst, Bargeldgeschenke. Das muss man regulär angeben beim Jobcenter. Die rechnen dir dann aus, wie viele Monate du da davon leben kannst. Und dann kriegst du halt jeden Monat kein Geld, wenn es, ich sag mal, 500 bis 800 Euro sind. Ja, die sind da richtig kackendreist. Du darfst als Hartz-IV-Empfänger kein Geld ansparen. Und jeder, der Geldbeträge angibt beim Jobcenter, der ist selten dämlich. Sorry, ist aber so. Weil wer schneidet sich so hart ins eigene Fleisch? Na gut, hätte ich das erste Mal, weil ich es nicht wusste, wahrscheinlich auch gemacht, aber danach halt nie wieder. Hab ich schon von Anfang an nie gemacht. Weil ich ganz genau wusste, wenn die alles anrechnen, dann rechnen die auch Bargeld an. Nee, mache ich nicht. Also, hab ich noch nie, werd ich nie und es geht die auch nichts an, was in meinen Schränken ist. Das geht die einfach nichts an, was ich in meinem Schrank habe. Dann
könnten sie auch fragen, wie oft ich jeden Tag aufs Klo gehe. Ja, ist so. Wenn sie so verpicht drauf sind, zu wissen wollen, was man im Schrank hat, dann können sie auch erfahren, was man im Klo hat. So, ich brauche noch 11 Drecksvögel. Dann habe ich die Quest erledigt. Dass sie sowieso hier die ganze Zeit überleben. Klatscht die gar nicht. Ich bin gar nicht bei uns. Ja, ich auch nicht. Ich bin knapp 2000 Blöcke weg. Ich bin 800 Blöcke weg. Leckt ja auch wie Hell Sau. Ja, dann bist du irgendwo, wo noch nichts aufgedeckt ist. Bei mir ist um die Base herum, um beide Basen herum, alles aufgedeckt. Jetzt fliegt der Vogel wieder in die Richtung. Jetzt komm doch mal runter, du Arschbratze. Komm mal, stirbst du jetzt endlich? Alter, der geht mir auf den Pisser. Jetzt. Dass die auch so viel Leben kriegen, ey. Und dann noch erstmal einen Schluck Kaffee. Aber gestern, oh, das mit den Kindern, ey. Ich musste dann den Kindern hinterherrennen. Der Große hat seine Fahrkarte hier liegen lassen. Ich mich angezogen. Hinterherrennen? Ich komm doch eh dann wieder. Nein. Der fährt dann ohne Fahrkarte. Ach, na ja, gut. Die lassen ihn dann auch meistens fahren. Ich hätte dann heute früh um 6 Uhr mich fertig machen müssen und 6.30 Uhr zur Bushaltestelle gehen, um ihm die Fahrkarte zu geben. Nö. Um 6.30 Uhr saß ich am PC und habe Videos geschnitten. Bin ich dem hinterhergerannt, hab sie noch erwischt, Buskarte in die Hand gedrückt. Ich habe mich angehört wie Darth Vader. Ich habe wirklich nach Luft geschnappt. Das ist. Da hat sich gezeigt, Rauchen ist ungesund. Ich habe nach Luft geschnappt. Das ging gar nicht mehr. Ja. So. Aber anstatt mich auszuruhen, mich von den Kindern verabschiedet, meine Tochter gefragt, wo ich jetzt hingehe. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich will dann streamen. Und die sind zur Bushaltestelle über die Straße, ich Kehrtwende gemacht, wieder hemegerufen. Zu Hause angekommen, Kreislaufkollaps. Schwindlig geworden, schwarz vor Augen, Kopfschmerzen. Ja, und die Pumpe hat gerast wie Sau. Ich habe erstmal zu kämpfen gehabt, dass ich erstmal Luft kriege, dass ich meine Pumpe beruhigt und dass ich wieder klar im Kopf werde. Deswegen habe ich auch gestern ein bisschen später als sonst angefangen zu streamen. Das ist nicht normal. Raucherlunge halt. Kreislauf, okay, das kann jeden betreffen, auch nicht Raucher. Aber das mit der, dass ich so krass nach Luft geschnappt habe, das ist wirklich einfach nur die Raucherlunge. Und vielleicht die Kombination, dass du keinen Sport machst. Ich mache Sport. Ich mache den härtesten Sport auf der Welt. Ich stehe früh auf. Aus dem Bett. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin halt unsportlich. Seitdem ich Vater bin, bin ich unsportlich. Seit dem zweiten Kind tatsächlich. Beim ersten war ich noch sportlich. Es gibt so viele, die keinen Sport machen. Das ist ja auch von Grund auf nicht schlimm. Aber ja, es ist halt bloß die Verbindung mit dem Rauchen, nur immer in derselben Position oder häufig rumsitzen. Naja, ich weiß. Ja, beim ersten Kind, also beim Großen, war ich halt noch recht sportlich. Dem bin ich hinterhergerannt. Wenn der mit seinem Bobbycar unterwegs war, der ist uns immer davon gefahren. Da musste ich schon mal hinterher, weil meine Ex, die war ja damals schon mobblig. Aber seit dem zweiten Kind dann ging's los. Oh, nee, ich muss nicht unbedingt rennen. Wir sagen, und der hört schon, dass er nicht so weit fahren soll. Ja, und jetzt ist halt nur noch so das Toben mit den Kindern. Das ist aber eher auf dem Spielplatz dann. Hinterm Haus auf der Wiese oder zu Hause, wenn schlechtes Wetter ist. Ja. Und, also richtiger Vereinssport, das
kostet und, halt auch. Und es ist das Alter. Bei mir. Alter. Ich hab in meinem Verein einen 90-Jährigen. Ach, 89-Jährigen. Wir wollen nicht übertreiben. Der noch Tischtennis spielt, also. Ach komm, Tischtennis, da stehst du auch bloß rum und machst mal einen Schritt nach links oder rechts. Mach mal halt. Klar kannst du auch Freizeit-Tischtennis spielen, das definiere ich auch so. Rumwackeln mit dem Arsch und. Scheiße! Probieren, einen Ball zu treffen. Ich wollte ein Dings Mutanten-Zombie klatschen, jetzt kommt dort einer vom Berg noch runter, jetzt fallen Haufen Zombies von der Straße runter. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Ich bin kein Gazellenbio, das nervt gerade. Gazellen findest du eigentlich im zweiten Bio. Au, ich brenne, au. Hoffentlich halt wenigstens jetzt die Cookie-Fanten zu finden. Was? Cookie-Fanten? Cookie-Fanten, Krokodile. Ach stimmt, das ist ja auch noch eine Quest. Ich weiß, wo welche sind. Ha, ja, das sind genau 5 Stück. Aber das ist. Ja, mehrere tausend Blöcke weg in die andere Himmelsrichtung. Wow. Bei dir zu Hause oder welche? Nee, nee. In der Nähe von dem Dschungel, den ich gefunden habe. Ich habe hier einen riesengroßen Sumpf, aber hier ist kein Krokodil. Willst du mich verarschen? Dann ist das ein Sumpf, wo ich tatsächlich schon war. Ja, die spawnen ja auch nach. Nein, Komodo-Warane spawnen auch nicht nach. Da, wo ich die Komodo-Warane gespawnt habe, ist kein einziger mehr nachgespawnt. Und ich stand dort ewig lange rum. Normale Tiere spawnen, aber diese Tiere komischerweise nicht. Da, wo ich das in Erle erstmal auf dem Krokodil getroffen bin, das war der Sumpf, wo ich hunderte Male war. Und dann war da auch mal einer. Der da vorher nicht war. Ja, also den Sumpf, wo ich immer hingegangen bin, da ist gar nichts mehr an Tieren. Hab gestern halt noch einen Sumpf gefunden, einen größeren. Da waren 5 oder 6 Krokodile tatsächlich. Hab aber keins davon geklatscht, weil ich nicht wusste, dass ich so eine Quest erstelle. Und ja. Aber da jetzt hinzukommen, das ist... Ja, es müssten auch so knapp 3000 Blöcke sein. Ich mache jetzt erstmal die Vogel- und Fliegenquest fertig hier. Die will ich heute, das ist heute mein Ziel, diese Quest auf jeden Fall zu erledigen. Und mir fehlen tatsächlich nur noch 7 schwarze Vögel und 24 Fliegen. Ah, da ist jemand mit einem Orca geschwommen. Hab ich mal mitgenommen. Jo, klar. Aber die sind aggressiv, glaube ich, auf mich. Nein, die schwimmen mit dir rum. Die sind friedlich. Orcas sind eigentlich... Ja, gut. Musst nur aufpassen, wenn du auf Eis läufst. Die machen gerne 3x3 Eisblöcke kaputt. Ja, ja. Oh, hier sind ein paar viele Orcas. Ja, die machen nix. Kriegst du auch irgendeinen Effekt von denen? Ja, ich glaube so eine ähnliche Art. Da habe ich auch ein Polarlicht. Orcas Might oder so heißt der Effekt. Hast du eigentlich schon die Quest mit den Waschbären? Wie viele Schwänze bräuchte? Oh, hier ist ein Krokodil. Mit dem was? Was brauche ich da? Musst einfach nur 10 Stück killen. Das geht auch nicht auf, ist die Quest. Moment. Fauna. Ich kämpfe gerade gegen Krokofanten im Wasser. Ah ne, ich brauch 16 von 10 von diesen Schwänzen. Ich hab da. Nee. Du brauchst keine Schwänze, ich hab gestern nur 10 Stück gekillt. Achso. Und ja, ich hab aber nur 6. Nicht jeder hat einen Schwanz gedroppt tatsächlich.
Und oh, Krokodileier. Und wie viel gibt's? 3 Stück aus einem Krokodil. Cool. Bald mache ich eine Krokodilarmee auf. Vor allem, wenn du schlau bist, ne? Fragst du mich, ob ich dir Krokodile mitbringe? Ich habe die Pokebälle noch dabei. Ja, aber du brauchst die doch selbst für die 5. Ja. Apropos, hat das jetzt gewertet? Da muss ich echt nachgucken immer. 20% Jump hab 1 geklatscht. Ah, diese Familiar Fauna Quest, ne, das ist die langwierigste ever. Hatten wir schon mal eine Quest in irgendeinem Projekt, die so lange gedauert hat? Homascal. Die Endquest. Ja, das war ja Technikrotze. Das hier ist ja mit Tieren. So richtig Tierquest haben wir halt noch gar nicht gehabt. Dann ist das Premiere hier. Wow. Boah, ich habe mich aber gestern im Stream auch übelartig über das Pack ausgelassen. Über dieses hier? Ja. Na, dass die eine Quest zum Beispiel komplett broken ist. Dass man die einfach nicht machen kann. Haben sie aber auch von Anfang an gesagt, dass das Pack noch nicht fertig ist. Naja, aber trotzdem, dann... Ja, aber du, die Quest machst du heute auch noch. Damit du die, dieses Reinforced, damit du das komplett abschließen kannst. Ja, und wie machen wir die jetzt nochmal? Ich gebe dir dann OP und dann erkläre ich dir das. Okay. Ja, gut. Du musst dann halt das Buch editieren. So wie du dann Quests erstellst und löschen und ändern tust. Ja. Ich darf nur nicht alle Quests abgeben. Nö, da müsstest du tatsächlich rechts oben in der Ecke dann das Buch anklicken. Wäre es möglich, dass du kurz disconnectest oder schläfst? Warte, ich guck gerade. Keine Zombies mehr näher. Liege. Okay. Können wir uns darauf einigen, wenn du gehst, dass du dich mutest? Ich höre das. Ich habe irgendwie in jedem Stream habe ich dich mindestens 2-mal am Gehen dabei. Und das hört man auch auf YouTube. Okay. Es ist mittlerweile so schlimm. Ich weiß nicht, warum ich dauerhaft müde bin. Ich bin einfach am Arsch. Ja. Ist der Winterschlaf. Der sich jetzt meldet. Sei mal ruhig, Knallbirne. Alter, da brüllt da so ein Fetti rum. Oh, der hat orange Partikel. Rote. Oh, in dem Dorf war ich, glaube schon. Rote Partikel sind scheiße. Stärkepartikel. Das sind Stärke? Ich dachte, das sind Heilpartikel. Oder das. Ich habe ein Dorf gefunden, wo noch alle Weizenblöcke vorhanden sind. Wo gibt's denn sowas? Ich habe auch gar kein Dorf gefunden. Komm her, Flieger. Du auch noch. So. Vogel, lande. Du musst sterben. War ich in dem Dorf hier schon? Eine Kiste? Ungelootet. Äpfel und Zäpplinge. In dem Dorf war ich tatsächlich noch gar nicht. Und das ist aufgedeckt. Wo gibt's denn sowas? Ach, sehr ruhig, Zombie. Ja, hier sind auch noch alle Betten vorhanden. Hier war ich definitiv nicht. Ich habe so viele Betten in meinem. Ich habe, glaube ich, fast eine ganze Kiste voll. Einfach nur Betten aus Dörfern. Wo sind eigentlich deine Villager hin? Im Keller. Schau mal, ja, sind im Keller gezogen. Ah, okay. Warum? Ich hätte mir auch vorstellen können, dass. Ich habe noch kein einziges Mal mit dem Villager getradet. Wenn es da ein Achievement für gibt, dann kriege ich das noch. Nee, nein, aber. Achievement, also Vanilla-Achievement gibt's immer dafür.
Das ist dann der Beweis, dass ich noch nicht getradet habe. Nö, ich hätte aber auch zugetraut, dass du sagst, ja, ich hab dir alles, was ich von dem brauche, ich kill die jetzt. Nee. Hätte ich auch erwartet. Ich könnte die Pokébälle tatsächlich einsperren. Zumindest die guten Loot droppen, traden. Quest completed, ich habe 100 von diesen fucking Vögeln geklatscht. Nice. 23 fliegen noch. So. Meine Fliegenfreunde, ich kack euch jetzt hier hin und ihr kommt alle an. Dann töte ich euch. Irgendwie Fliegen finden schwerer als Raben. So glauben sie halt, ne? Die sind genauso häufig. Aber ich finde in letzter Zeit immer Haufen Bienen hier rumfliegen. Die finde ich zum Beispiel gar nicht. Hier fliegt gerade eine mit einem Honigarsch rum. Jetzt nicht mehr, jetzt ist sie tot. Die hat rote Augen, die stirbt jetzt auch. So. Boah, ich habe 45 Level, ey. Ich weiß nicht mehr, was ich damit machen soll. Ich habe nur noch 27. Echt? Warum? Wegen einer gewissen Person. Hä? Was können die Zombies dafür? Das ist keine einzelne Person. Das sind mehrere. Nein, jeder Zombie ist eine einzelne Person. Ja, aber du hast gesagt, was können die Zombies dafür? Also implementieren. Naja, ich weiß ja nicht, welchen Zombie du genau meinst. Von daher. Ich hab Bock, zum Ende des Projekts so einen Mutanten-Creeper in die Luft gehen zu lassen. Ich muss mal gucken, ob man den spawnen kann. Die Eier kann man sich ja geben. Kann man sogar als Reward für eine Quest geben. Frage ist nur, tauchen die auch auf oder blobben die dann weg wie die Golems? Ich glaube, letzteres. Müsst mal testen. Tatsächlich. Und ich bin zu Hause. Yay, ich habe den Weg nach Hause gefunden, ohne Kompass. Gibt hier einfach keine Chance. Gibt's ja nicht mehr. Schnauzebär. Boah, ich musste den Bären, der hier frei rumläuft, killen. Der hat meine Bienenhäuser leer gefressen. Bienenhäuser leer gefressen? Ja, ich hab doch Bienenhäuser. Ja, genau. Die Bären gehen da ran und saufen den Honig daraus. Was? Ja. Das war nicht schön. Aber cool. Ich brauch den Met für mich. Krokodileier erstmal da mit rein. Das kommt hier runter, das wird nämlich alles verkauft. Die Shards da rein, die Würmer. Also ich habe 3 Stacks und 9 Würmer aus dem Fliegen. Ist ein bisschen was. Juhu, ich habe noch meine Skatzelle gebunden. Die Scales kommen dort rein. Ja, wir möchten hoffen, wenn du die 5 Krokodile gelegt hast, dass du mindestens 8 Scales hast für die Rüstung, sonst kommst du in der Quest nie weiter. Ich muss erstmal 5 Krokodile finden. Ach nee, das andere war ja ausbrüten und dann die Scales. Das Geile ist, wenn dein Baby-Krokodil erwachsen wird, lässt der Scales fallen. Was? Jo, ich habe gestern ein Krokodil ausgebrütet und gewartet, bis der groß ist. Das stimmt, der häutet sich ja. Ja, der hat Scales fallen lassen. Oh, ne. Mobs, Tiltag. Oh. Wow, das war leck. Da
oben ist eine Gazelle. Okay. So eine langweilige Arbeit. Naja, also wie die andere Animal Quest Reihe, ne? Ist auch so langweilig. Das ist, ja, das ist aber nichts für mich. Ja, mach doch erstmal bei der Waffen-Dings weiter. Ja, dann fertig. Die Gazelle ist hinter deiner Base. Ja, ich sollte ja nicht in meiner Base-Nähe fahren. Ey, bleib stehen, du Speedy Gonzales. Meintest du doch. Doch, du kannst fahren, wo du willst. Wenn keine mehr sind, müssen wir halt außerhalb gehen. Aber ich habe bei dir da oben auch noch Fliegen gesehen. Meine Fliegen in Ruhe. Nix da. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, ich war ja zuerst und hab sie gezähmt, eingesperrt und... Hier sind Schweine gespawnt. Die knall ich aber mit der Pistole ab. Gibt gekochtes Fleisch. Okay, so ein Schwein bin ich nicht. Ich krieg keine junge Gazelle. Ey, wenn ich Rom kille, dann kannst du auch junge Gazellen killen. Ja, ich, aber ich habe ja nicht mal eine Gewissheit, dass das für die Quest was bringt. Gazelle ist Gazelle. Müsstest du gucken, wie viele du jetzt schon hast und dann einfach eine killen. Du kriegst doch kein Loot aus der Gazelle raus. Ja, jetzt ist die kleine eh weg. Dann ist das so... Gestern Abend auch halt schön noch gestreamt. Dann hat sich Kelo bei mir gemeldet im Chat, weil er Probleme mit seinem Minecraft-Launcher hatte. Der konnte sich auf keinem Server mehr einloggen. Ja, hab ich dann irgendwann den Stream aufgehört, bin halt rüber zu ihm gegangen. Ich hab vor dem Stream versucht zu helfen, habe ich ihn an Justin weitergeleitet. Konnte mir überhaupt helfen? Warte mal. So, dann war ich nach dem Stream drüben, hab mit ihm und ein paar anderen Leuten gequatscht. Über alles Mögliche und das Problem halt auch. So, dann hat Kedo ein bisschen was versucht und dann haben wir erstmal herausgefunden, dass auf der Twitter-Seite von Nitrado stand, dass es derzeit Probleme gibt. Aber Nitrado, was hat Nitrado damit zu tun? Es war ein Nitrado-Server. Achso. So, Nitrado hat derzeit Probleme. Ja, okay. Aber das Problem gelöst. Hab mich dann verabschiedet, meinte, hier, Kedo zu mir. Oh, Justin wollte aber gerade kommen. Ich so, alles klar, wir sehen uns, ich bin weg. In dem Moment, wo Justin kommt, hab ich mich verabschiedet. Ist das Zufall? Ich glaube schon. Was ein Zufall. Ja, aber wirklich, ich wusste es halt vorher nicht, dass er da noch darüber kommt. Und als ich dann gehört habe, er kommt, war ich sowieso ganz schnell weg. Es reicht aus, dass ich Justin Sonntag höre. Bin ich sowieso noch immer ein bisschen. Ich überlege, ob ich das 2 Minuten vorher sage und dann wirklich dicht mache. Nämlich, er hat dich gefragt, ob er streamen darf, aber ich habe nie gesagt, dass er mich streamen darf. Tja, das musst du dann mit ihm klären. Rein theoretisch könnte ich halt echt dicht machen. Ja, ich darf, du nicht. Wird zwar keinen Sinn ergeben, aber... Das ist... Wieso spawnen die auf immer auf den Häusern? Sind die Viecher dumm? Egal, die kill ich. Ja, das musst du dann mit ihm klären halt. Ja. Aber... Ey, komm, 6... Blödete Gazellen. Aber da er dich ja kennt, weiß er doch, dass es für dich kein Problem ist. Ich kann ja auf einmal sagen. Ich überlege sowieso bei ihm zu sagen, ey, lass bitte nicht mal aufnehmen, ich wollte auch nur entspannt mit dir spielen. Cool, Quest erledigt, weil ein Vieh hier oben einfach so gestorben ist. Nee, die lassen das fallen? Komodo Dragonspit? Das ist doch der Giftsack von denen. Okay, Quest erledigt, ich beschwere mich nicht. Ich hab keine Ahnung, bitte.
Komodo Dragon Spit, das ist, glaube ich, wirklich der Giftsack von den Viechern. Weil die eine ist hier runtergeplumpst aufs andere Dach und das Teil lag hier oben rum. Also ich beschwere mich nicht, ich habe die Quest jetzt erledigt. Kann ich die Viecher killen? Ah, die eine ist auf Speed. Au! Au! Die hat mich tatsächlich noch erwischt. Oh fuck. Also die Babyviecher sind verdammt schnell. Und ich treffe die nicht. Jetzt. Ja. Und es zählt tatsächlich. Gut, wo seid ihr, Kackbier? Da zählt das, ey, das ist ja scheiße. Hast du jetzt echt gehofft, dass das nicht zählt? Nee, ich hab gehofft, dass es zählt. Der zählt ja auch. Babytiere wegklatschen zählt. Ja. Okay. Darum, wo seid ihr, Scheißviecher? Oh, fast zwei Stunden, über zwei Stunden laufe ich jetzt hier nur rum, um Gazellen zu finden. Echt jetzt? Es ist eine optionale Quest. Du musst sie nicht unbedingt machen. Ehrlich gesagt, ich mache die Quests, die am schönsten sind. Und die sich auch lohnen. Im Vergleich zu dem anderen Quark. Du weißt, dass ich es jederzeit noch editieren kann und den Loot da rausnehmen. Ich nehme ihn raus, wenn du es fertig hast. Also kurz bevor du es fertig hast, mach wieder rein, bevor ich es fertig habe. Peace. Nee, so ein Arsch bin ich nicht. Vor allem, ich bräuchte einfach nicht sagen, wann ich fertig bin. Ich will es doch mittlerweile, ich könnte es jetzt wirklich rausmachen. Ich brauche noch Jahre. Find halt keiner mehr, das ist so viel. Nebenbei kannst du ja Raben und Fliegen auch klatschen. Tu ich auch. Ich brauche halt noch 26 Gazellen. Tatsächlich. Aber die Krokodile hast du schon. Eins. Also, auch noch nicht gefunden. Ich habe zwar noch eins bei mir im Pokerball, was ich machen könnte. Gazellen? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gazellen. Erfahrungsgemäß killst du von den 7 durchschnittlich nur. Es ist die sind in der Stadt. Die kommen hier nicht weg. Die sind hier eingefärcht. Drei. Ah, das auch ist das. Vier. Da ist fünf und sechs. Das eine backt hier gerade rum. Nice, danke. Jupp, alle sechs geklatscht. Und ich habe eine Kiste zum Looten gefunden nebenbei. Und die ist leer, toll. Okay. Gazellen in der Stadt töten am besten. Muss ich mir merken. Da kommen sie nicht weg. Was hatte ich gesagt? Wie viel war noch offen? 27, oder? 36 habe ich verstanden, aber gut. Oh, jetzt bin ich rausgetappt. Ich habe 46%, ich brauche noch 4 Stück. Was? Ja. 46% heißt, du hast etwas weniger als die Hälfte. Prozent. Ne, 23 habe ich und ich brauche noch 17. Was? 27. Oh. Lass mich doch in Ruhe. Ey, mein Kopf ist zwar Matsch, aber es ist so Matsch auch noch nicht. Oh, oh, fliege, fliege, fliegen. Ich bin hier in so einem wunderschönen Fliegen-Gazellen-Biom und in der Nähe der Krokodile von mir, also. Ich bin in der Nähe von gar nichts. Das ist viel. Und schon wieder eine Gazelle. Oh, zwei. Oh, schön, schön.
tot. Die hat. Da, ich dachte schon, die ist in Selbstmord gesprungen. Mir fallen gerade beim Spielen die Augen zu, das ist eben nicht mehr normal. Bist du so müde? Ich hab gar. Eigentlich nicht, sonst würde ich auch nicht. Trink doch mal einen Kaffee. Ich hasse Kaffee. Oder wenn du das nächste Mal ins Bad gehst, einfach wirklich mal ein schweigkaltes Wasser ins Gesicht. Oder, Anne, gegessen hast du ja schon. Wenn ich müde bin, hilft immer Essen. Dann bin ich immer wach. Kann aber einfach sein, dass ich müde bin, weil ich halt nur noch Durchfall scheiße seit gefühlt 10 Stunden. Durchgängig. Das kann auch sein, das zerrt immer an den Kräften. Das kenne ich ja leider. Oh, 4 Stück. Okay, ganz schnell editieren. Das reicht noch nicht, Alk. Fehlt immer noch eine. Naja, deswegen, ganz schnell editieren. Ich wollte eigentlich erst Just for Fun eine Quest einführen, Kill Darko. Habe ich ehrlich gesagt auch am Anfang so gedacht, dass jetzt da kommt, oh, kill mich 50 Mal und kill dich 50 Mal. Nee, das wäre dann nur bei einmal gewesen. Aber man kann keine Player einführen, nur Entities und Mobs. Ich hab die Quest. Oh, jetzt kannst du sie editieren. Nö, ich mache jetzt ganz schnell slash clear. Und dann ist alles weg. Aber ich habe auch schon wieder 5 Gazellen gefunden. 6, 7, 8, 9, 10. Alter! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Gazellen und ein Baby. Hier bleibe ich. Was zum Teufel? Ich mache die Quest jetzt hier fertig. Was soll ich mit dem Kapuziner und Alligator? Kapuziner musste tamen. Deswegen auch die Dschungelbäume. Na klar, aber und? Es sind noch mehr von den Viechern hier tatsächlich. Da hinten ist nochmal eine Horde von 3 Stück. So, ich mach erstmal eine Pause, du bist glaube ich. Jo. Die anderen hin, da hinten ist eine. So. So. Ah, die Quest mache ich hier fertig. Nice. Wenn ich die fertig habe, ist auch wieder Päuschenzeit. Du hier? Bleib stehen! Oh, da hinten waren die anderen. Da. Und dahinter zum Wasser sind sie dann, okay. Okay, okay. So, wie viele noch? 15. Also wenn die jetzt nicht despawned sind und nicht in alle Himmelsrichtungen verteilt, dann kriege ich das hier tatsächlich hin. Da hinten sind sie alle. Oh, ho, ho, ho. Holy! Das Baby lasse ich leben. Loot habe ich nicht eingesammelt. Komm, das kriege ich noch vor der Pause erledigt hier. So.
So. Da ist noch einer. Da ist die nächste. Wie viele noch? Achte noch. Wieder doch. Jo. Wo sind die anderen hingepümmelt? Da hinten. Wie gesagt, das Baby lass mal leben. Wir sind Kedako. Das außer, eine Baby, was ich außer gekillt das habe. Allein das. Aber das eine Baby, was ich gekillt habe, diente der Forschungswillen. Ups, ich hab's aus Versehen geschlagen, dreimal. Aus Versehen. Ja, klar. Wo ist denn jetzt das andere? Da hinten ist es hingerannt. Schönes Biom. So viele Gazellen. Ist unfair. Nett ausgedrückt. Warum? Ich find's gut. Vier Stück noch. Was ist das für das? Aber das macht es ja nicht gut. Es wird Nacht. Nein. Vier Stückchen. Noch da ist noch eine. Jetzt ich versuche zu verstecken. Das gibt's nicht. Du stirbst trotzdem. So. Da ist noch eine. Zwei Stück noch. Da ist noch einer. Da sind zwei. Drei. Okay. Ich sag, vor meiner Pause mache ich die Quest noch fertig. So. So, erledigt. Wirklich nur in dieser einen Ecke geblieben. So, da gehen wir jetzt gleich auf die Suche nach den Krokophanten. Den restlichen Fliegen. So. Und der Ike hat ein ungelootetes Dorf entdeckt. Mal wieder. Gut, da bleibe ich mal in dem Häusel hier stehen, mach ein kurzes Päuschen und gleich wieder da.